So, willkommen zum Schritt 22. Was wir jetzt eben für die Long-Signale gemacht haben, die Umsetzung der Long-Signale, also die Long Order senden, machen wir jetzt für die Short-Signale. Und da kopiere ich jetzt einfach diesen Code. Ich mache mir dann das Leben ein bisschen einfach und ähm, verändere dann einfach, was ich hier brauche. Short, also Short-Signale umsetze umsetzen. Short-Signal, wenn, also wenn das Short-Signal gleich wahr ist, und jetzt muss ich kurz mal schauen, ich glaube das Short-Signal habe ich oben, müssen wir oben noch definieren. Ne? Hier unter den globalen Variablen das Long-Signal haben wir, das Short-Signal müssen wir auch noch definieren. So, das ist dann also die boolische eine, äh, eine Variable, also true oder false. So, also wenn das Short-Signal true ist, dann Während die Short Order Nummer ähm, kleiner gleich 0 ist, also ähm, wir wiederholen hier, wenn die Order wenn die Order-Send-Funktion Order nicht erfolgreich war, dann gibt der mt4 eine minus 1 als Order-Nummer zurück. Also solange, ähm, solange die Order-Nummer auf 0 oder kleiner 0 ist, also 0 oder minus 1 in dem Fall, so lange versucht er eine Short Order zu senden. Also Order Send, äh, Symbol, also das aktuelle Symbol des, des Charts, also Euro-Dollar zum Beispiel. Ähm, und dann machen wir OP Sell. Wir nehmen wieder die Handelslots und wir handeln ja auf dem Bitpreis. So, 10 ist dann der. Rufen wir hier wieder auf, was, was für was die, Parameter, was die Parameter sind. Also nach dem Bitpreis, auf dem wir handeln wollen, ähm, kommt die Slippage. Dann nehmen wir also 10 Stellen. Das ist ähm, beim fünfstelligen Broker dann also 0,00010. Beim vierstelligen Broker wären es 0,0010. Ähm, müssen wir entsprechend anpassen je nachdem wie, wie viel Slippage sie akzeptieren wollen. Dann kommt das Stop-Loss, dann lassen wir Layer ähm, den Take-Profit, den, den geben wir mit 0 an. Und dann schreiben wir als Kommentar ähm, ins Kommentarfeld Maxing Short rein. Wir nehmen wieder die Magic nummer kein Expiration Date. Ähm, wiederum Expiration Date wird nicht von allen Brokern akzeptiert. Ähm, und als Anstelle der... Grünen Farbe nehmen wir die rote Farbe. So und dann damit haben wir die Short Long Signale und die Short-Signale umgesetzt. Ähm, was wir jetzt in den nächsten Schritten auf jeden Fall noch machen, ähm, sind ähm, wir wollen ja die bestehende Long Order wollen wir ja schließen, wenn ein Short-Signal kommt. Das bauen wir ein in den nächsten Schritten. Ähm, natürlich das gleiche für, für das Long Signal, dann die Short Order zu schließen. Und ähm, auch wie wir dann das Ganze mit Stop-Lossen und Take-Profits versehen. Äh, das kommt dann noch in den nächsten Schritten. Gut, bis gleich zum nächsten Schritt.